Der kongolesische Aktivist Mwazulu Diabanza ist in Paris wegen versuchtem Kunstraub im Museum Quai Branly zu einer Geldstrafe von 2.000 Euro verurteilt worden. Juristisch möglich wären 150.000 Euro und 10 Jahre Haft gewesen. Diabanza hatte die Rückgabe von in der Kolonialzeit in Afrika geraubtem Kulturgut in die eigene Hand genommen und den versuchten Diebstahl aus einem Museum per Livestream öffentlich begangen. Für ihn eine politische Aktion. Unsere Handlungen sind legitim. Wir versuchen nur, unser Erbe zurückzubekommen und unserem Volk Zugang dazu zu verschaffen. Für mich ist es nur eine Entscheidung des Gerichts, die Menschen davon abhalten soll, durch solche Aktionen die Rückgabe zu erreichen. Das Gericht ließ sich nicht in die beabsichtigte politische Auseinandersetzung ziehen, um damit über Frankreichs koloniale Vergangenheit urteilen zu müssen. Über 90.000 Kunstwerke aus Ländern südlich der Sahara befinden sich allein in französischen Museen. Bei den meisten ist der Ursprung ungeklärt. Mit einigen afrikanischen Ländern laufen seit 2018 von Präsident Emmanuel Macron angestoßene Verhandlungen über die legale, organisierte Rückgabe von Raubkunst aus der Kolonialzeit.